Video zeige ich dir ein praktisches Setup für dich als Content Creator. Dafür habe ich mir die EOS R50 und die EOS R8 ausgesucht. Beide Kameras sind auf dem neuesten Stand der Technik und machen es super einfach, dich perfekt in Szene zu setzen. Ich benutze gerne das Canon-Stativ HG100 TBR mit Bluetooth-Fernbedienung. Damit kann ich mich in jeder Lage bequem filmen, egal ob im Studio oder unterwegs, im Hoch- oder Querformat. Beide Kameras erkennen übrigens automatisch, wenn du vertikale Videos aufnimmst. So sparst du dir das Drehen und Beschneiden in der Nacharbeit. Aktiviere hierfür einfach die Optionen im Menü. Dank des dreh- und schwenkbaren Displays kann ich mich selbst bei der Aufnahme kontrollieren. Das ist total praktisch, wenn ich gleichzeitig Content im Hoch- und Querformat für verschiedene Plattformen produziere und die Markierungen für das Hochformat-Video checken will. Diese kann ich mir ganz einfach im Kameramenü einblenden. Bei der R50 ist der HDMI- und USB-Anschluss auf der gegenüberliegenden Seite des Displays und stören somit nicht die Sicht. Beide Kameras haben ein internes Stereo-Mikrofon mit aktiver Geräuschunterdrückung, das unter anderem auch Kamerageräusche, zum Beispiel vom Fokus oder dem Stabilisator, unterdrückt. Natürlich haben beide Kameras auch einen Anschluss für ein externes Mikrofon via Klinke. Falls du lieber kabellos aufnehmen möchtest, dann ist das Mikrofon DME1D mit dem Multifunktionsanschluss genau das Richtige für dich. Du benötigst damit nicht einmal mehr extra Batterien oder Akkus, denn die Stromversorgung erfolgt über die Kamera. Du kannst übrigens beide Kameras via USB-C-Anschluss direkt am Computer als Webcam nutzen. Im Menü lässt sich die Klarheit regeln, so sieht deine Haut ebenmäßiger aus. Dank der Gesichtserkennung mit der automatischen Scharfstellung auf das Auge verliert dich dein Gegenüber nicht aus dem Fokus, egal wie wild es zugeht. Der neue Produktdemo-Modus stellt den Fokus blitzschnell von dir auf ein Objekt und wieder zurück. Du kannst einfach einen Gegenstand ins Bild halten und der wird automatisch fokussiert, ohne dass du dich dahinter verstecken musst. Dabei kann das Objekt noch so klein sein. So, nun bist du dran. Viel Spaß beim Kreativsein.